Grüß Gott und herzlich willkommen zum ersten Zwischenruf im Jahr 2022. Mit den Festen der Erscheinung des Herrn oder Heilige Drei Könige und der Taufe des Herrn ist die Weihnachtszeit nun beendet. Die biblischen Texte entlassen Jesus mit seinen Eltern in das Familienleben. Darum möchte ich den heutigen Zwischenruf auch etwas der Familie widmen. Wie man hört, wird in Deutschland überlegt, ob es neue alternative Modelle zur Familie geben kann, was auch immer das bedeuten mag. Erstaunlich ist, dass mehr als 90% der jungen Erwachsenen in Deutschland erklären, dass Kinder einfach so zum Leben dazugehören. Diese und weitere erstaunliche Erkenntnisse bietet der Datenreport 2021 der Bundeszentrale für politische Bildung. Doch liest man, dass für 77% die Familie nach wie vor der wichtigste Lebensbereich ist. Von Eltern und Kindern sagen das sogar 91%. Familie und soziale Beziehungen sind auch für fast alle Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Abstand die wichtigsten Werteorientierungen. Das angebliche Auslaufmodell Familie erfreut sich in den letzten 15 Jahren fast ungebrochener Wertschätzung. Jedoch sind von den gut 8 Millionen Eltern-Kind-Gemeinschaften mehr als 70% klassische Familien mit verheirateten Eltern. Weitere 11% sind Lebensgemeinschaften ohne Trauschein, 18% sind Alleinerziehende. Knapp 3/4 der Kinder werden mit ihren verheirateten Eltern groß und 16% leben mit einem Elternteil. Auch das hat sich in den letzten 10 Jahren kaum verändert. Die Heranwachsenden bewerten ihr Familienleben überwiegend sehr gut, so heißt es im Datenreport. Und ich zitiere, insgesamt zeigt sich, dass das Zusammenleben in den Familien als sehr positiv eingeschätzt wird. So berichteten mehr als 4 von 5 Kindern und Jugendlichen, dass sie gern in ihrer Familie zusammen seien und in ihrer Familie über alles sprechen könnten. Und 90% stimmten der Aussage zu, dass es in ihrer Familie einen starken Zusammenhalt gibt. Hat Papst Franziskus also doch nicht übertrieben, als er bei einer Pilgerfahrt für Familien predigte, dass die Familie lebt? Neben Zusammenhalt und Gemeinschaft machen für Papst Franziskus religiöse Werte eine lebendige Familie aus. So sagt er, die Familie ist großzügig und baut Geschichte auf, wenn sie offen für das Leben bleibt, wenn sie nicht diskriminiert und den Schwächsten und Bedürftigsten dient. Wie wahr? Ihnen einen guten Sonntag. Alles Gute, viel Segen, Ausschluss, Amen.